Herzlich willkommen zum Einführungstutorial zum Thema Bohrsches Atommodell. Bevor wir uns mit den Begriffen elektrische Spannung und elektrischer Strom beschäftigen, müssen wir uns vorher kurz anschauen, wie ein Atom eigentlich aufgebaut ist. Hierzu dient das Bohrsche Atommodell, das einen einfachen Aufbau eines Atoms erklärt. Und zwar sieht nach dem Bohrschen Atommodell ein Atom folgendermaßen aus. Wir haben zum einen hier grün dargestellt sogenannte Neutronen, rot dargestellt Protonen und blau dargestellt Elektronen. Während sich die Neutronen und die Protonen im Atomkern befinden, können Elektronen um diesen Kern kreisen und sind quasi frei beweglich. Die Protonen und die Elektronen tragen Ladungsträger und sind deshalb für die Elektrotechnik interessant. Während die Protonen positive Ladungsträger beinhalten, tragen die Elektronen negative Ladungsträger. Die Neutronen sind sozusagen elektrisch neutral, tragen also keine Ladungsträger und sind deshalb für die Elektrotechnik nicht interessant. Das heißt, wenn wir uns später mit elektrischer Spannung und elektrischem Strom beschäftigen, dann interessieren wir uns für die Protonen und die Elektronen. Wenn man sich nun einmal ein leitfähiges Material anschaut, dann sind in diesem leitfähigen Material mehrere Protonen an fester Stelle und werden von Elektronen entsprechend umkreist. Wenn man sich das mal im Detail anschaut, dann sieht man, dass die Anzahl der Elektronen genauso groß ist wie die Anzahl der Protonen, sodass man immer kleine Paare bilden kann. Diese Paare sind nach außen hin elektrisch neutral, weil die negative Ladung der Elektronen und die positive Ladung der Protonen sich gegenseitig aufheben, sodass man, wenn man die Sache von außen betrachtet, hier die beiden Pärchen elektrisch gesehen auch weglassen kann. Das gilt letztendlich für alle Pärchen, die wir hier finden, sodass ein Metall im normalen Zustand elektrisch neutral wirkt.